Ich persönlich denke eigentlich, dass es keine falschen Entscheidungen gibt, weil zu der Zeit, wo man sie trifft, da ist man ja davon überzeugt. Und man muss halt viel mehr dafür sorgen, dass die Entscheidung eben richtig wird. Und das schafft man eben nur, wenn man sich komplett auf das Ziel fokussiert und eben nicht versucht, irgendwie so einen Backup-Plan zu haben und zwei Dinge gleichzeitig zu machen, weil dann fährt man eben beide Pläne nur mit 50% und dann kommt man wahrscheinlich auch mit beiden nicht so wirklich ans Ziel. Das, was es dafür braucht, ist ja eigentlich ein Computer und eine Internetverbindung. Das ganze Wissen der Menschheit ist ja schon irgendwie da draußen im Internet für jeden kostenfrei zugänglich. Und es wird halt immer mehr Richtung Digitalisierung gehen. Und deshalb wäre es halt schon sehr ratsam, sich frühestmöglich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen, gerade wenn man eben selbstbestimmter leben möchte und nicht montags bis freitags am gleichen Ort sein möchte oder sein muss. Ich wünschte mir, dass viel, viel mehr Leute das wirklich angehen würden und sich nicht irgendwie eingeschüchtert fühlen von Leuten und denken, dass sie es nicht könnten, weil ich habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Ich war auch jetzt nichts als vielleicht ein etwas besserer Kellner und habe null Vorerfahrung in diesem Bereich. Und ich denke, das, was ich jetzt gemacht habe, das kann so ziemlich jeder eben auch für sich replizieren.